finde übrigens, dass das mit dem Berg hier echt super ist. Das passt zu unserem, wir erreichen unser Ziel. Nenne drei Hashtags, also irgendwelche Themen oder Interessen, die für dich gerade so drängend sind. Und ihr habt drei Zeilen in eurem Menti und dann pro Zeile bestenfalls ein Wort, damit sich das hier auch so in so einem schönen Bild zusammenfindet. KI ist zu klein. Ich dachte, irgendwie KI würde jetzt hier voll. Und oder ChatGPT, aber da ist es ja schon. Ah, so vielfältig. Daraus lassen sich doch super Ziele ableiten, garantiert. Ich mag ja die Wortwolken. 47 Leute haben schon ihre Hashtags angegeben. Sehr schön. Aber ChatGPT und Netzwerken sind jetzt gerade voll im Kommen. Sehr gut. Vieles lernen. Lerne es. Ja. Überkommunikation finde ich ja auch spannend. Sehr schön. Ich danke euch auf jeden Fall herzlich fürs Mitmachen. Ist ja eine sehr schöne Sache geworden. Und ich würde mal sagen, so gut wie alle waren dabei. Ich übergebe an Viviana, die euch noch ein paar Informationen zum Thema Ziele und Peer Learning im Allgemeinen geben wird. Ja, genau. Vielen Dank, Sandra. Ich wollte ganz gerne nochmal auf das Thema Ziele eingehen. Das ist ja durchaus, wird es viele bewegen. Wir haben gesehen, ich habe gerade auch sehr fasziniert die Wortwolken angeschaut, also viele Interessensgebiete. Also wir werden sicher spannende Lernreisen sehen, aber so die große Frage ist ja auch immer, wie formuliert man die Ziele? Ihr müsst euch das jetzt nicht alles merken, es ist ein kurzer Abriss. Dazu gibt es auch einen Blogpost, beziehungsweise es hat ihn schon gegeben, wo ihr das alles in Ruhe nochmal nachlesen könnt. Wir haben ja in diesem Jahr für mein Ziel 23 einmal davon gesprochen, dass ihr vage Ziele für euch definieren könnt oder konkrete. Beim vagen Ziel ist es eher, ja, vielleicht gibt es ein Interessensgebiet, was euch interessiert, mehr denn als ich möchte konkrete Ergebnisse erreichen. Da würde man dann vielleicht ein definiertes Ziel vorgeben. Also, was immer ganz gut ist, wenn auch das vage Ziel oder wenn ihr die OKR-Methode kennt, so ein Hauptobjektiv auf jeden Fall für euch motivierend formuliert sein soll und realistisch, das ist wichtig. Für das Formulieren gibt es verschiedene Methoden. Viele werden schon mal von der Smart-Formulierung gehört haben oder auch die WUP-Methode, steht für Wish, Outcome, Obstacle und Plan. Könnt ihr auch ganz in Ruhe nachlesen. Und wir haben für euch auch eine recht umfangreiche Toolbox vorbereitet, wo ihr verschiedene Tools findet, unter anderem auch einen Lerncanvas, wo ihr für euch auch eure Ziele, die Dauer, bestimmte Kanäle und wie viel Zeit ihr aufwenden möchtet oder benötigt festlegen könnt. Ich möchte jetzt einfach noch mal ganz kurz darauf eingehen, was das definierte Ziel angeht. Also hier könnt ihr zum Beispiel ganz gut mit der OKR-Methode arbeiten. Ihr formuliert einmal ein Hauptziel, das wäre das Objective, und könnt dieses dann um drei Schlüsselergebnisse, die sogenannten Key Results, ergänzen, um ja so die Zieldefinition nach OKR für eure definierten Ziele vorzunehmen. Also es ist immer ganz gut, wenn das jetzt ein abstrakteres Objective ist, wenn die Schlüsselergebnisse dann möglichst konkret formuliert sind, damit ihr dann auch wirklich euren eigenen Fortschritt ganz gut nachvollziehen könnt. Und es sollte natürlich so sein, dass die Schlüsselergebnisse auch gut in den 3 Monaten unserer Lernreise zu erreichen sind. Wie kann das jetzt aussehen? Also einfach nur um euch mal ein Beispiel zu geben. ChatGPT ist ja gerade in aller Munde, und natürlich kann es ein vages Ziel sein, dass man selber Möglichkeiten erforschen möchte, wie man ChatGPT im Bereich Learning einsetzen könnte und vielleicht dazu auch in den Austausch mit anderen Learning Professionals gehen möchte. Das könnte ein Beispiel für eine vage Zielformulierung sein. Etwas anders sieht es aus, wenn man ein definiertes Ziel sich setzt. Und da war zum Beispiel bei der Lernreise mein Ziel 22, gab es als definiertes Objective: Ich möchte mein persönliches Lernen und Business Management verbessern. Was können dann bei so einem definierten Ziel 3 Schlüsselergebnisse sein? Zum Beispiel, ich habe Prozesse definiert und passende Tools dafür festgelegt. Ich habe 2 kurze Erfahrungsberichte, zum Beispiel auf LinkedIn, veröffentlicht. Und ich habe ein erstes Modell für persönliches Business Management entwickelt, das sich auf andere übertragen lässt. In der Toolbox zum Thema Ziele findet ihr auch ein Padlet, wo ihr nochmal die Lernziele von mein Ziel 22 nachverfolgen könnt. Und in der Toolbox gibt es also jede Menge Links, Beispiele,
Und ich möchte euch vielleicht einfach noch mal ein paar Reflexionsfragen mitgeben. Die könnt ihr dann auch in dem Blogpost nachlesen, aber die für eure Zielfindung recht hilfreich sein kann. Also allen voran, gibt es ein bestimmtes Thema, das mich interessiert? Oder gibt es bestimmte Themen, die jetzt in naher Zukunft relevant werden? KI ist jetzt schon mehrfach gefallen in der ersten Hälfte unseres Termins. Gibt es etwas, was für mich, für meine Tätigkeit besonders relevant ist? Dann kann man sich fragen, ob man eher einen breiten Einblick gewinnen möchte, ob man in den Austausch gehen möchte oder ein Thema gezielt tiefer von einem Teilaspekt her ergründen möchte. Oder gibt es auch schon einzelne Projekte, die man umsetzen möchte? Das Thema Zeit ist immer sehr wichtig. Wie viel Zeit kann man seinem Ziel widmen? Sind die Schlüsselergebnisse dann mit diesem Zeitrahmen vereinbar? Und wie will man lernen? Will man also alleine lernen? Will man eher in der Gruppe lernen, wie wir es hier auch empfehlen würden? Und natürlich sollte man sich auch gerne fragen, was für Hindernisse könnten auftreten und was man dagegen tun kann. Ja, in der Toolbox gibt es auch eine Grafik, die ihr nutzen könnt, um das Ziel, um eure jeweiligen Ziele für euch zu visualisieren. Und wie geht es jetzt weiter? Ihr habt jetzt noch ein paar Tage Zeit, euer Ziel bis zum 3. Februar zu formulieren und das dann in die Kommentare unter dem Blogbeitrag zu posten. Der Thomas sagt euch dann etwas mehr zum Matching-Prozess, wie es dort weitergeht. Dann sage ich ganz gerne nochmal etwas, wie der Peer-Learning-Ablauf sein kann. Ganz wichtig, alles kann, nichts muss. Alles, was wir hier unterbreiten, sind Vorschläge, womit wir euch eure Lernreise etwas erleichtern möchten. Ganz wichtig, beim Peer-Learning geht es ums Lernen miteinander und voneinander. Also auf Augenhöhe, dass ihr gut in den Austausch kommt, dass man kontinuierliches Lernen fördern kann. Der Franz ist, glaube ich, heute auch mit dabei. Der hat eine ganze Menge tolle Blogposts auch zum Thema Peer-Learning, die ich selber persönlich sehr inspirierend finde. Da kann man sich auch gerne nochmal vertiefen. Also was ich damit auch sagen will, ihr werdet sehen, Peer-Learning ist natürlich auf vielen Wegen möglich. Also ihr könnt es im Tandem gestalten mit einem Lern-OS, wovon viele auch gehört haben. Ein Working-Out-Loud-Zirkel könnt ihr gestalten oder ein anderes Format, das ihr individuell aufsetzt. Ja, zum Matching-Prozess werdet ihr nachher auch noch mehr erfahren. Was aber auch wichtig ist, wie ihr eure Lernreise gestaltet, das bleibt euch überlassen. Also ihr könnt natürlich auch individuell lernen, wenn euch das lieber ist. Ich persönlich bin so ehrlich und sage so vom Lernen voneinander, das ist schon toll. Und wenn man in den Austausch geht, dann habe ich da für mich immer das Maximum draus gezogen. Aber das kann letztendlich nur jeder für sich selbst entscheiden. Aber wir empfehlen es. Also, wo ich dann gerne dazu überleiten möchte, es ist eben hilfreich, dass ihr euch auch vor dem Start eurer Lernreise fragt, wie möchte ich lernen? In einer Gruppe, zu zweit oder doch einzeln? Die Frage nach dem Thema hatten wir vorhin schon bei den Zielen. Auch hier ist sie wichtig. Gibt es ein bestimmtes Thema, welches mich interessiert und zu dem ich mich in Lerngruppen zusammenfinden kann? Wie möchte ich einen Einblick gewinnen? Eher breit oder gibt es spezifische Aspekte, die ich vertiefen möchte? Da seht ihr, da hat es eine starke Schnittmenge mit der Zielformulierung zu den vagen und definierten Zielen. Und ganz wichtig natürlich auch hier wieder die Frage nach der Zeit. Wie viel Zeit habe ich überhaupt für das Lernen? Dann ist es auch hilfreich, sich damit zu befassen, wie viel Unabhängigkeit und Struktur braucht man beim eigenen Lernen. Wenn man jetzt in der Gruppe lernt, ist es auf jeden Fall wichtig, sich darüber abzustimmen, wie oft die Gruppe sich treffen möchte und ob man in der Gruppe mit einem Moderator lernen möchte. Also soll das ein fester Moderator sein oder ein rotierender oder soll die Gruppe sich ganz ohne Moderator treffen? Also gibt es ja natürlich auch eine ganze Menge Tools, die man nutzen kann, von Conceptboard, Miro. Jeder kennt etwas und kann etwas einbringen. Also da ist es auf jeden Fall hilfreich, dass ihr euch überlegt, welche Tools könnt und wollt ihr nutzen für das Teilen und Dokumentieren von Informationen. Und sicherlich auch die Frage, ja, welche Hindernisse können auftreten? Ungeplante Sachen kann es immer geben. Auch hier möchte ich den Peer-Learning Canvas, den ihr in der Toolbox finden werdet, empfehlen. Da könnt ihr euch schon auch ein paar gemeinsame Eckpunkte für das Lernen festhalten. Vielleicht noch ein paar Empfehlungen, was sich auch aus meinem Ziel 22 ergeben hat. Für uns hat sich zum Beispiel bewährt, dass man sich idealerweise wöchentliche Online-Termine einträgt, so zwischen 30 bis 60 Minuten. Denn wenn man einen festen Termin im Kalender hat, das ist ja wie beim Sport, ne? Es gibt immer Tage, da hat man keine Lust, zum Sport zu gehen. Wenn man jetzt aber verabredet ist zum Sport, dann ist doch die Wahrscheinlichkeit höher, dass man dort auftaucht und
so ist es auch beim Lernen. Es ist dann einfach bei einem klaren Termin wahrscheinlicher, dass man sich mit dem Lernthema beschäftigt, als wenn man ja so zeitlich eine sehr lose Struktur hat. Genau, also das ist auf jeden Fall hilfreich, die Frage nach dem Termin, dass ihr euch gerne vorab überlegt, wie oft ihr euch mit eurer Peergruppe oder eurem Lernpartner treffen möchtet oder auch wie viel individuelle Zeit ihr aufbringen möchtet. Das Thema Dokumentation, regelmäßige Dokumentation empfehlen wir auf jeden Fall auch. Da findet ihr in unserer Toolbox auch Vorschläge für verschiedene Tools, zum Beispiel Padlet, Etherpad, Miro oder auch ganz klassisch PowerPoint. Da könnt ihr sicherlich auf eine Vielzahl von Tools zurückgreifen. Ihr werdet in der Toolbox auch einen beispielhaften Ablauf für eure Peer Learning Experience finden. Die orientiert sich am Team Playbook von Atlassian. Da hat die Isabel Hartmann auch eine schöne Grafik zu kreiert, die es hilfreich macht. Und so kann es ablaufen, es muss aber nicht ablaufen, so ablaufen. Ihr seid da sehr frei. Es ist einfach als Strukturierungshilfe gedacht. Schaut es euch gerne an. Und richtet euren Ablauf dann danach aus. Ich habe da schon eine ganze Menge Zeit beansprucht. Dann würde ich mal an den Thomas übergeben, der euch noch etwas mehr zum Matching-Prozess sagen wird. Ja, danke dir. Ich würde das ein bisschen kürzer halten, aber nochmal für euch zur Information. Am Freitag soll es ja dann tatsächlich losgehen mit dem Matching-Prozess selber. Das heißt also, wo ihr herzlich eingeladen seid, natürlich teilzunehmen an diesem Matching-Prozess. Also entweder kommt, ihr habt schon ein konkretes oder ein vages Ziel publiziert oder habt es vielleicht noch nicht publiziert und bringt es einfach mit. Ne? Also beides ist möglich und auch eine dritte Variante ist möglich, dass ihr vielleicht einfach nur zum Zuhören kommt und euch irgendwo Anschluss sucht, ne, bei dem Matching-Prozess. Alles drei ist in Ordnung. Wir haben uns für den Matching-Prozess selber überlegt, dass wir in drei Stufen mit euch arbeiten wollen. Das eine ist, dass wir jetzt die Zeit natürlich bis einschließlich Freitagmittag noch nutzen, um alles schon mal einzusammeln, was ihr uns über coollearn.de oder über Mastodon habt wissen lassen, was ihr an Lernzielen habt. Einige haben sich, glaube ich, auch schon mehr oder weniger formell zusammengeschlossen. Das werden wir alles am Freitag mal auf dem digitalen Papier haben. Und wir nutzen jetzt seitens des Orga-Teams einfach diese Tage, um das ein bisschen vorzusortieren von den Informationen, die schon da sind. Ihr seid aber ganz herzlich eingeladen, drei Ausrufezeichen, diese Woche jetzt bitte auch noch zu nutzen. Ne? Also solltet ihr noch nichts an Lernzielen formuliert haben, das aber noch tun wollen, habt ihr auf jeden Fall noch Zeit bis Freitag. Und wir werden dann in diesem Drei-Schritte-Prozess mit euch weiterarbeiten. Der erste Schritt wird sein, dass wir diese ganze Themensortierung, die wir vorgenommen haben, euch einmal vorstellen und euch einen Überblick geben über das Miro-Board, was wir bis dahin erstellt haben werden, wo wir schon mal versucht haben werden, etwas zu clustern und zu sagen, was passt möglicherweise zusammen, was hängt zusammen und wer ist da auch möglicherweise schon vordefiniert, wer hat sich da möglicherweise schon zusammengetan. Das zweite wird sein, dass wir in dem zweiten Schritt dann gucken, dass wir, dass ihr die Möglichkeit habt, euch selber auch Themen zuzuordnen, sofern ihr das noch nicht getan habt, sodass man auf dem Miro-Board dann auch genau sehen kann, wo entstehen größere Gruppen. Dann wäre die Aufgabe sozusagen an diese ersten thematischen Gruppen, sich inhaltlich nochmal auszutauschen. Da haben wir natürlich ausreichend Zeit für eingeplant, dass man innerhalb dieser Gruppen dann miteinander klären kann, okay, ist es vielleicht nur eine gemeinsame Überschrift oder geht die gemeinsame Zielsetzung vielleicht tiefer? Gibt es irgendwo Subgruppen, die gut zusammenpassen? Also das würden wir auch möglichst, das kennt ihr von uns ja, autark in die Community geben, weil wir daran glauben, dass es eine gute Selbstorganisation ist. Und der dritte Schritt wäre dann, nachdem man inhaltliche Cluster geklärt hat und sich Menschen gefunden haben, dass man diesen Menschen dann natürlich nochmal die Möglichkeit gibt, sich zu organisieren in Form, wie arbeiten und lernen wir eigentlich miteinander zusammen. Das hat ja Viviane auch gerade schon mal detaillierter dargestellt. Da gehen wir aber am Freitag dann zu dem Punkt auch nochmal drauf ein. Mir wäre nochmal wichtig an dieser Stelle jetzt, habt ihr vielleicht Fragen, die ihr für jetzt mitgebracht habt, was diesen Matching-Prozess angeht? Im Chat, Daniel schreibt, dass er am Freitag nicht dabei sein kann. Haben wir eine Lösung für ihn? Ja, also wir werden auf jeden Fall gucken, sagen wir mal so, wir werden am Freitag ja viel mehr wissen, wer mit wem zu welchem Thema wo arbeitet und dann besteht da auch nochmal die Möglichkeit, über das Miro-Board sich auch nochmal mit den Leuten zu vernetzen. Also da kommen wir aber auf jeden Fall nochmal zu. Ne? Also ansonsten kann ich nur dringend empfehlen, auf jeden Fall das Ziel, sofern er selber eins hat, das auch schon mal zu publizieren, damit die Community die Möglichkeit hat, das zu sehen, ne? Und sich dazu auch zu melden und zu vernetzen. Das ist ganz wichtig. Kommt die nächste Frage von Torben. Er fragt, ob man sich gleich als Gruppe anmelden kann.
Ja, klar, das ist nicht ausgeschlossen. Also ich fände es natürlich nur schön, das ist jetzt aber meine persönliche Meinung. Also wenn jetzt noch eine Person oder zwei Personen am Freitag dabei wären, die auch Interesse an so einem Thema haben, dass man sich vielleicht möglicherweise verständigt, ob man noch jemanden einpacken kann, ne? Also es sei denn, es macht keinen Sinn, dann natürlich nicht. So, von Monika König. Habt ihr als Organisatoren auch Ziele für euch ausgesucht? Ja, auf jeden Fall. Also, weil ich kann das jetzt nicht für jeden und jede sagen, aber aus dem Orga-Team wurde auch schon fast fleißig publiziert. Ja, die Beate hat jetzt nochmal gefragt, ob es auch möglich ist, dass sich die Key Results hinter einem gemeinsamen, konkreten Oberziel verstecken, also ob die sich auch unterscheiden können. Da würde ich erstmal sagen, auf jeden Fall, ne? Das ist dann eine Vereinbarung, wie ihr in der Gruppe auch miteinander lernen und umgehen wollt, ne? Ja. Also kann ja sein, dass der eine oder die andere das lieber hat, dass man wirklich an einem gemeinsamen Ziel und gemeinsamen Key Results arbeitet, aber ich finde, das schließt sich überhaupt nicht aus. Sehr schöne Idee, Monika. Wer kein Ziel hat, kann sich zu einem Überraschungsziel zuweisen lassen. Mal schauen, wie das dann den Betreffenden gefällt, das Ziel, das wir aussuchen. Schön. Ja, also von meiner Seite aus, wenn keine Fragen mehr sind, dann kürzer kann ich nicht. Franziska hat sich gemeldet, oder? Ja, genau. Ich wollte gerne noch mal ergänzen, falls es Menschen gibt, die montags noch nicht genau wissen, ob sie freitags ein Ziel haben. Wir haben ja auch extra die Kategorie vage Ziele. Also man kann auch als Teil der Journey sich seinem Ziel erstmal annähern, wenn man sagt, ich will gerne mal mit anderen zusammen so an das Lernen herangehen. Also herzliche Einladung. Bei mir ist das nämlich zum Beispiel auch so. Ich werde ein vages Ziel formulieren und mich während der Journey dann quasi fokussieren. Auch diese Lernenden sind uns herzlich willkommen. Und wir haben ja bei Working Out Loud gelernt, man kann sehr wohl unterschiedliche Ziele haben und trotzdem ist die Gruppe sehr hilfreich, ne? Also ihr müsst nicht alle gleiche Ziele haben. Manchmal ist sogar ganz sinnvoll, dieses Thema Diversity auch bei den Zielen mit zu berücksichtigen, um ganz andere Anregungen zu kriegen, die dann auch wieder zurückwirken, ne? Gibt es auch einen für Gruppen, einen Lerncanvas? Weiß das jemand? Gibt es einen Lerncanvas für Gruppen? Ich weiß gar nicht, ob der den Isabel mit veröffentlicht hat, ob der nicht auch für Gruppen genauso gut geht wie für Einzelpersonen. Ich habe den mir noch gar nicht angeguckt. Der ist, meine ich, auch für Gruppen konzipiert. Ja, ne? Ich bin da recht optimistisch. Das sieht gut aus, ja. Dann kommt von Beate noch eine Frage zum Thema Lern-OS. Und zwar, ob die Guides auch zum gemeinen Durcharbeiten gedacht und konzipiert sind. Ja, kann ich was zu sagen. Die sind in der Regel dafür gedacht, entweder alleine autodidaktisch in Lerntandems, aber auch ganz normal in Circles mit vier, fünf, sechs Leuten gemacht zu werden. Also wenn man aus dem E-Portfolio Learning oder dem Content Curation Leitfaden das ableitet, dann würde ich sagen, ist es auf jeden Fall gut geeignet, das auch in Tandems oder Circles zu tun. Aber man wäre auch in der Lage, das alleine durchzugehen, wenn man möchte. Ich kann das ergänzen für den Sketchnote LernOS, kann ich sagen, macht quasi im Circle dreimal mehr Spaß. Ja, ich schließe mich an. So sieht's aus. Ja, und zum Thema LernOS ist ja auch in der Toolbox einiges verlinkt, ne? Genau. Die Julia hat jetzt noch mal eine Frage konkret zum Matching-Prozess. Ich würde das versuchen, noch mal ganz kurz zusammenzufassen. Julia, am Freitag werden wir in drei Stufen miteinander arbeiten. Wir fangen an mit einer Themensortierung, ne? Also einige Themensortierungen haben wir dann im Vorfeld schon erledigt, weil viele von euch aus der Community schon gesagt haben, zu was sie arbeiten möchten und vielleicht auch schon mit wem, ne? Also das werden wir so ein bisschen vorclustern. Dann gibt es aber in dieser ersten Stufe auch noch für euch die Möglichkeit, zum Beispiel für dich, wenn du möchtest, noch ein Ziel zu platzieren, was du noch nicht veröffentlicht hast, weil du sagst, mir ist noch das und das eingefallen, dazu suche ich Leute. Ne? Das würden wir dann noch mit einsammeln. In einem zweiten Schritt würden wir dann sozusagen innerhalb der Cluster schon mal so Vorgruppen bilden und die Gruppen können sich dann miteinander auch austauschen, zu welchen Inhalten sie konkret arbeiten möchten, ob die zusammenpassen oder ob man Untergruppen bildet oder. Und der dritte Schritt wäre dann, dass man hinterher über das Wie spricht, ne? Also wie arbeitet die Gruppe XY dann tatsächlich auch zusammen? Wie organisiert man sich terminlich und ja, Präsenz, online, whatever. Das sind so die drei Schritte. Meintest du das, Julia, oder hattest du noch andere Fragen dazu? Das passt so, danke. Genau, also wir haben als Basis dann ein Miro-Board, in dem wir dann in fröhlich lockerer Runde uns alle zusammen matchen irgendwie. Das wird bestimmt sehr schön am Freitag, bin schon gespannt. Ja, Sandra, ich glaube, dann übergebe ich dir noch. Du hast noch was für die Patches, ne? Ja, ich wollte nur kurz mal zeigen, das geht jetzt wirklich schnell.
So, ihr könnt auch was kriegen, wenn ihr mitmacht. Es gibt quasi auch wieder Badges, die ihr dann zum Beispiel in euer LinkedIn-Profil mit heften könnt oder sonst wo embedden. Eins für, wenn ihr bis zur Mitte ungefähr dabei seid und auch wirklich euer Wissen teilt, also aktiv dabei seid, dann gibt es ein Du-bleibst-dran-Badge und dann natürlich auch einen, wenn ihr es geschafft habt und am Ende euer Ziel auch erreicht habt. Mehr wollte ich dazu gar nicht sagen und ich übergebe an den lieben Hans, der uns noch so zu den nächsten Schritten jetzt innerhalb dieses Projektzeitraums bis 30.04. was erzählen wird. Okay. Ja, ich bin der Hans und dann zeige ich euch wenigstens auch mal eine Folie oder zwei in diesem Meeting. Ja, es sind ja auch viele dabei. Wir haben jetzt schon über 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmer hier in diesem Meeting. Also manche sind zum ersten Mal dabei und manche sind schon öfter dabei. Und deswegen wollte ich vielleicht noch mal ganz kurz sagen, was jetzt genau passiert als nächstes. Also es wäre toll, wenn ihr noch auf mein Ziel 23, da ist ja auch der Link, der ist ja auch im Chat, und dass ihr da auf diesem Blogpost in den Kommentaren nochmal euer konkretes Ziel postet. Das wäre ganz toll. Und es wäre natürlich auch toll, wenn ihr noch auf euren eigenen Kanälen Werbung machen würdet und dieses Zielthema auch auf Mastodon oder LinkedIn oder Twitter, wo ihr sonst noch unterwegs seid, postet und aufmerksam macht, dass wir sowas tun. So, und ja, kommt zum Matching-Treffen am 3.2. um 14 Uhr, 14 bis 16 Uhr, und dann passiert das, was eben auch schon erzählt wurde. Also das wäre sozusagen das, was bis zum Freitag passieren sollte. Vielleicht noch mal für alle den Überblick über den Gesamtprozess nur noch mal kurz auf einem Bild. Also hier wären wir Freitag am 3.2. beim Matching-Prozess. Also bis dahin bitte noch Ziele posten. Und es wäre wichtig, dass egal, wo ihr sonst noch postet, dass aber auch auf diesem, auf der Time, in den Kommentaren auf colearn.de, mein Ziel 23, euer Ziel steht, damit wir auch vielleicht im Vorfeld schon ein bisschen sortieren können. So, die eigentliche Zielearbeit geht dann los und für die haben wir uns ja 3 Monate insgesamt Zeit genommen, auch deshalb, damit das nicht so ein endlich langes Ziel ist, sondern irgendwo auch abgeschlossen sein sollte. Und das wollen wir begleiten mit Projektmeetings. Also neben den Meetings, die ihr selbst in euren Zirkeln vereinbart, wollen wir uns für immer der Zeit hat und Lust hat, am 21.02., am 14.03., am 4.04. nochmal zu Zwischensteps treffen, wo wir uns gegenseitig ein bisschen berichten, was wir so gemacht haben, wo wir auf das Dokumentierte schauen und einfach uns auch gegenseitig ein bisschen informiert halten über den Lernfortschritt. Und es soll auch nochmal eine Abschlussrunde geben und die ist am 25.04. Diese Projektmeetings wollen wir immer dienstags machen, an diesen 3 Terminen von 17.05 Uhr. Ne? Man ist ja immer so von einem Meeting zum anderen schnell gehetzt. Also 17.05 Uhr bis 17.40 Uhr und die Abschlussrunde dann von 17.05 Uhr bis 18 Uhr am 25.04. Ja, das war's, was ich noch sagen wollte. Wenn jetzt noch weitere Fragen da sind, wäre jetzt noch die Gelegenheit. Und ansonsten wollten wir euch dann noch die Gelegenheit geben, euch ein bisschen kennenzulernen. Und dazu gebe ich an Franziska. Moment, da kommen noch Fragen rein, sehe ich gerade. Wollen wir da noch kurz drauf eingehen, Hans? Warte mal, im Chat. Ja klar, jetzt haben wir noch Zeit. Der Torben Mau fragt, wenn eine Teilnahme am Freitag nicht möglich ist, könnte dann als Ergänzung zur Zielformulierung eine Peer-Finder-Gruppe verlinkt werden? Oder was wäre am besten? Den Peer-Finder zu nutzen, ist natürlich eine gute Idee. Wer den noch nicht kennt, das ist eine App, da können sich auch Gruppen finden. Also man kann eine Gruppe anlegen mit einem bestimmten Namen und dann können sich da Leute auch noch hinzufinden. Ja, Sandra, da können wir doch eigentlich einen Link auch in das Matching-Miro-Board packen, oder? Na klar. Das würden wir dann am Freitag veröffentlichen nach dem Matching oder während dem Matching-Prozess, ne? Das Miro-Board. Also ihr könnt auch gerne, wie gesagt, schon eine Peerfinder-Gruppe anlegen, wenn ihr wollt. Wenn du jetzt schon, ihr seid ja schon zu zweit, Torben, ne? Hast du gesagt. Und Simon schreibt auch gerade zu seinem Lernziel, LernOS-Hub, gibt es auch schon eine Peerfinder-Gruppe. Er hat den Link auch gerade schon mal reingepostet, falls da schon direkt Interessenten sind. Genau, nochmal herzliche Einladung. Wenn eure Fragen jetzt noch offen sind, dann schreibt in den Chat oder Mikro an und losgefragt. Was wir jetzt machen wollten, war, euch mal einfach ein bisschen in Grüppchen zu schicken, ganz zufällig.
der Karl-Heinz bereitet das schon vor, dass ihr euch einfach innerhalb der Grüppchen schon mal austauschen könnt. Vielleicht, was eure Ziele sind, was vielleicht doch für Fragen offen geblieben sind, die ihr euch jetzt bloß nicht zu stellen traut. Dass ihr einfach schon mal ein bisschen in den Austausch kommt. Weil ich glaube, das macht dann noch mehr Spaß, wenn man schon mal ein paar Leute kennengelernt hat, die auch dabei sind. Ja, und die Idee ist, dass wir gar nicht mehr in den großen Raum danach zurückkommen, sondern dass wir jetzt im Grunde jetzt die Verabschiedung machen und uns ganz herzlich bedanken, dass ihr zu diesem Warm-up zusammengekommen seid. Und wie gesagt, kommunizieren bitte über Mastodon und über die Kommentare auf colearn.de. Und dann wollten wir jetzt euch noch in kleine Gruppen schicken, die Gelegenheit geben, euch einfach mal kurz kennenzulernen und schon mal ersten Austausch zu machen. Und dann würden wir uns freuen, wenn wir uns am Freitag wiedersehen würden und diese kleinen Gruppenräume, die der Karl-Heinz jetzt im Hintergrund eingerichtet hat, die haben wir randomly gegründet, also nicht themenbezogen. Und wir lassen die einfach auf, ich würde sagen, bis 17.15 Uhr. Und dann machen wir sie endgültig zu. Also nehmt euch so viel Zeit, wie ihr habt und die Lust zum Arbeiten, die ihr habt. Und eine ganz kleine Ergänzung. Wenn zwischendurch bis zum Freitag noch irgendwelche Fragen kommen, kontaktieren Sie uns gerne. Alle Namen stehen im Projektteam und jeder ist als Ansprechpartner für euch da. Ich habe auch noch eine kleine Anmerkung. Mir ist aufgefallen, dass das nächste Treffen am 3.2. ist. Das heißt 3, 2, 1 und dann geht's los. Genau. Sehr gut. Okay, also ich werde euch jetzt in die Räume schicken. Wir sehen uns alle wieder beim Matching. Vielen Dank. Am Freitag. Also zumindest die, die können. Oder während des Projekts irgendwie irgendwo in einem.